Konfliktlinien zwischen einer äußerst präsenten, engagierten Literatur sowie ihrer Kritik, gerade auch aus dieser Perspektive alternativer Konzepte, kulminiert, so wäre meine These, in den 1990er Jahren. Dies ist zugleich der Ausgangspunkt meiner Untersuchung. Auch andere literaturwissenschaftliche Arbeiten beschreiben für die Zeit nach der politisch-historischen Wende von 89-90 im deutschsprachigen Raum eine umfassende Delegitimation der engagierten Literatur und des literarischen Intellektuellen, die wiederum auf drei Komplexe zurückgeführt wird. Erstens treten literarische Intellektuelle einerseits aus einem universellen Wissen heraus für allgemeine menschliche Werte ein und formulieren global gültige Thesen. Andererseits begründet sich ihre herausragende Position jedoch immer in einem nationalen Zusammenhang. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine widersprüchliche Konstruktion. Man könnte darüber diskutieren, ob es sowas wie globale Intellektuelle gibt. Das wäre eine spannende Frage. Schon in den 1970er und 1980er Jahren haben Michel Foucault und Jean-François Lyotard diesen Typus des universellen Intellektuellen für delegitimiert erklärt. Foucault hat ihm den Typus des spezifischen Intellektuellen gegenübergestellt, Lyotard ihm gleich ein Grabmal errichtet. Seit den 1980er Jahren sorgt eine immer stärker werdende kulturelle und mediale Globalisierung dafür, dass diese Imagination einer national verankerten Figur universellen Wissens, die ultimative Forderungen aufstellt, delegitimiert wirkt. Zweitens war nach 1989-90 der Topos vom Ende der Geschichte sehr präsent. Francis Fukuyama erklärt in seinem berühmten Aufsatz von 89 ultimativ: What we may be, ich weiß gar nicht, habe ich das als Zitat? Nein, habe ich nicht. What we may be witnessing is not just the end of the Cold War or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such. That is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. Fukuyamas Vorstellung, dass die Geschichte an ein Ende gekommen sei, kann aus heutiger Perspektive sehr leicht problematisiert werden. Wir haben bereits neue geopolitische Konfliktkonstellationen und Veränderungen wie den sogenannten War on Terror, den arabischen Frühling oder aktuell die Eurokrise erlebt. Wer hätte 1990 gedacht, dass knapp 20 Jahre später aus guten Gründen einzelne Banken zumindest temporär verstaatlicht würden? Allerdings scheinen die klaren Frontstellungen aus der Zeit des Kalten Krieges aufgelöst. Politische Kämpfe werden heute im Regelfall jenseits nationaler Grenzen und innerhalb eines flexiblen Kapitalismus ausgetragen. Drittens relativieren die neuen Medien wie Radio, Fernsehen, Computer und insbesondere das Internet die gesellschaftliche Position des Mediums Buch. The End of Gutenberg Galaxy, die Marshall McLuhan schon deutlich früher ausrief, scheint immer näher zu kommen. Literarische Texte und Bücher sehen sich unter einem starken medialen Konkurrenzdruck und die Vorstellung, dass literarische Intellektuelle gleichsam den Herzschlag der Gesellschaft bestimmen könnten, wird noch problematischer, als sie es ohnehin bereits war. In den 1990er Jahren verfestigt sich die literaturwissenschaftliche Beobachtung, dass literarische Texte gerade dann eine öffentliche Wirksamkeit erreichen, wenn sie nicht mehr als literarische Kunstwerke mit ästhetischen Qualitäten, sondern als textliche Repräsentationen politischer Aussagen gelesen werden. Peter Handkes Serbien-Essay von 1996 oder Günter Grass' Israel-Gedicht von 2012 wären Beispiele für diese Entwicklung. Wie aber lassen sich nun noch Formen einer politischen Literatur differenziert beschreiben, wenn man zwar diese Verdikte gegen die engagierte Literatur und den öffentlichen Intellektuellen ernst nimmt, zugleich jedoch davon ausgeht, dass es auch noch andere Formen politischen Schreibens in der Gegenwart gibt? Mein Lösungsansatz für dieses Problem ist es, den Begriff der Subversion für diese Problemlage produktiv zu machen. Diesen Ansatz, und das ist gerade in einem Promotionskolleg, glaube ich, eine sehr wichtige Message, ganz oldschool sozusagen mal direkt verkündet, diesen Ansatz verdanke ich meinen langwierigen Lektüren, ich wiederhole langwierigen Lektüren, zu Beginn meines Promotionsprozesses, in dem manche von Ihnen vielleicht aktuell noch stecken. Ich erinnere mich an das ungute Gefühl, endlich Text, so heißt es dann ja immer, produzieren zu müssen. Aber Sie sehen, auch solche Trockenübungen sind beim Promovieren wichtig. Also, diese Lektüren zeigten mir, dass in der Forschung immer weniger von der engagierten oder der politischen Literatur die Rede war, sondern dass zunehmend von einer subversiven Literatur geschrieben wurde, wobei ich anfangs intuitiv Subversion als eine partielle, gebrochene, indirekte Form der politischen Intervention verstand.
Was ich damals noch in langen Lektüren mühsam recherchieren musste, zeigen die Digital Humanities heute mit ein paar Klicks. Ich habe Ihnen das mal für diesen Vortrag visualisiert. Der Endon Viewer bildet ab, in wie vielen Prozent aller von Google Books gescannten Werken einer jeweiligen Sprache ein Begriff benutzt wird. Für die hier relevanten Begriffe zeigen sich in der Tat interessante Verläufe, wobei ich diese quantitativen Fakten im Folgenden natürlich qualitativ untermauern werde. Man kann hier mal schauen, ich weiß nicht, ob man das von überall sehen kann. Hier geht es um die Begriffe engagierte Literatur und politische Literatur. Und wir haben hier den Verlauf von 1800 bis 2010. Wenn man da ein bisschen näher rangeht, das ist jetzt nur von ungefähr 1940 bis 2010, engagierte Literatur, politische Literatur. Wir haben hier den Verlauf für spezifische Formen von politischer Literatur, Arbeiter- und Frauenliteratur für die Zeit 1940 bis 2010. Mich hat es sehr überrascht, das so klar zu sehen. Und hier haben wir jetzt den Begriff der Subversion und der subversiven Literatur, auch wieder von 1940 bis 2010. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, ich hatte das damals noch nicht. Ich habe das jetzt für diesen Vortrag mir einfach mal angeschaut. Und hier dann unter Form einer Literatur, die ich dann auch beschreiben und Ihnen präsentieren werde. In dem Fall Pop- und Migrantenliteratur von 1940 bis 2010. Wie das da nach oben geht. Man will ja nicht genau wissen, wo die Kurve der Popliteratur irgendwann noch hinschießen wird. Und was das dann bedeutet.